Bevor wir dann zur nächsten Besonderheit kommen oder zur ersten Besonderheit vielleicht gegenüber den Nachfolge-PCs, was man dann nicht mehr so häufig antrifft, erstmal noch ein paar Worte zum Gehäuse. Das ist also hier wirklich eine richtig stabile Stahlkonstruktion, also wirklich richtig fest, dementsprechend auch schwer, wie ihr im Vorwort schon gesehen habt. Ist von innen schwarz lackiert, finde ich, sieht optisch ziemlich gut aus. Also werden wir dann gleich, auch wenn wir uns nochmal die Slots im Inneren anschauen, dann auch nochmal sehen. Also macht insgesamt wirklich einen total wertigen Eindruck. Und wie ihr auf den Bildern gesehen habt, war das hier tutti kompletti alles mit Staub zugesetzt. Also fast schon undurchlässig. Also wirklich eine absolut verstaubte Kiste. Aber ließ sich zum Glück alles entfernen. Von daher nicht so schlimm. Hier vorne kann man nochmal so einen Blick auch auf die Batterie erhaschen. Die ist natürlich ausgelaufen jetzt im Laufe der Zeit. Ich vermute mal, sie ist auch dafür zuständig, dass sie wahrscheinlich das Datum parat hält, beziehungsweise die BIOS-Einstellungen. Soweit man hier jetzt überhaupt von einem BIOS sprechen kann, was ansteuerbar oder einstellbar ist. Glücklicherweise befindet sich da unterhalb der Batterie nichts anderes als das Gehäuse selbst. Sehen wir nachher auch nochmal im Inneren, sodass jetzt die Batteriesäure oder das, was da ausgelaufen ist, entsprechend auch keinen Schaden jetzt auf der Platine, auf Leiterbahnen oder ähnlichem angerichtet hat. Glücklicherweise, nichtsdestotrotz werde ich dann mal gucken, ob ich sie dann natürlich mal irgendwie runterlöte, mal schauen, ob es da noch Ersatz gibt. Das ist nämlich schon ein recht ordentlicher Tonnenakku, wenn man hier von oben mal so reinschaut. Also das ist dann jetzt nicht unbedingt diese kleinen, die auf dem Mainboard immer so aufgelötet sind, sondern es ist dann schon hier so eine bisschen größere, dickere Variante. Mal gucken, ob so irgendwas in dieser Art überhaupt zu bekommen ist. Dann kommen wir hier zu einer sehr interessanten Geschichte, und zwar ist das diese Festplatte, wie man sie dann in den Nachfolge-PC-Generationen meist nicht mehr antrifft. Und zwar befindet die sich noch im 5¼-Zoll-Format, also die gleiche Größe auch wie die Diskettenlaufwerke, also was jetzt die äußerlichen Abmessungen betrifft. In den Nachfolgegenerationen trifft man dann meistens eigentlich schon die moderneren 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerke an. Manchmal auch in doppelter Bauhöhe noch, die sind dann ein bisschen dicker gewesen, aber hier diese 5¼-Zoll Festplattenlaufwerke sind dann eigentlich sehr, sehr selten anzutreffen, und das ist hier wirklich ein richtig schöner Klassiker. MFM nannte sich das Format, was da damals zum Einsatz gekommen ist, also ein, ja, wenn man so will, eher ein Vorläufer zu IDE, auch damit so nicht kompatibel. Manche würden vielleicht sagen, so eine Art proprietäre Schnittstelle, aber sie war dann schon hier und da auch üblich verbreitet. Also ich habe auch noch eine andere Festplatte im MFM-Format in 3,5-Zoll Größe. Also von daher war die schon am Markt auch etabliert für diese Zeit, aber wie gesagt, dann einfach nicht mit der Nachfolgegeneration mit dem IDE kompatibel. Ich habe die Festplatte jetzt nicht ausgebaut, weil ich die Festplatte nämlich hier auch nochmal extern habe. Die habe ich mal irgendwie durch einen dummen Zufall, glaube ich, auch mal irgendwo herbekommen. Weiß nicht, ob sie noch funktioniert. Die in dem PC, die tut sie auf jeden Fall noch. Da hätte ich natürlich jetzt die gute Gelegenheit, tatsächlich mal so eine Festplatte mal auszuprobieren, ob sie noch funktioniert. Und zwar ist das eine Seagate ST225, also die Seagate-Festplatten. Die sind so relativ bekannt, auch aus diesem MFM-Zeitalter, und die sind sogar so auch in den aktuelleren oder nachfolgenden BIOS-Versionen, AMI oder Word BIOS, also in eins der ersten BIOS, was dann so auch im 286er schon zu bedienen ist, sind die dann auch mit Nummern hinterlegt. Also da ist dann die Nummer 1, die ST225, die Nummer 2, die ST125 und so weiter. Also ist jetzt nur exemplarisch, stimmt natürlich nicht so genau, aber dann sind diese Festplatten, weil es da einfach noch nicht so viel gegeben hat wie zur späteren Zeit, hatte dann die jeweilige Festplatte damals tatsächlich im BIOS dann auch schon die Nummer. Also da gibt es dann auch Listen, wo man dann sehen kann, okay, das war ja dann so 1 bis 46, das waren ja dann so vorbelegte Festplatten, die dann auch die entsprechenden Sektoren, Köpfe
und Sektorenköpfe und Zylinder, ja genau, schon vorbelegt hatten, also die jeweilige Festplatte umfasste. Und dann bei 47 ist ja dann die Position gewesen, wo man dann individuell die drei Daten eintragen konnte, je nachdem, was man dann für eine Festplatte im Nachfolgenden noch hatte. Und so setzte sich das ja dann lange fort, bis dann irgendwann mal auch die Auto-Detection kam. Dann hat das BIOS entsprechend die Festplatte automatisch erkannt und hat sie dann eingetragen. Aber diese Festplatte, die könnte man jetzt in einem entsprechenden BIOS dann auch mit einer Nummer einfach anmelden, also die Nummer hinterlegen, und dann würde die auch eingebunden werden entsprechend, soweit sie denn natürlich auch noch funktioniert. Und da kommt dann wieder die BIOS-Batterie so ein bisschen zum Einsatz. Wenn natürlich die BIOS-Batterie dann so wie hier aussieht, dann würden natürlich solche Daten nicht gehalten werden. Das heißt, jedes Mal, wenn man den PC hochfährt, müsste man dann die Festplatte entsprechend dann im BIOS wieder eintragen. Das ist jetzt hier ein bisschen anders, das werden wir gleich sehen, weil die BIOS oder diese Batterie ist auf jeden Fall leer, was auch Einfluss hat vorne irgendwie auf die Anzeige, auf die Betriebs-LED und so weiter. Da ist nämlich nichts zu sehen, was nicht so schlimm ist, weil der PC ist gut zu hören. Die Festplatte ist nämlich ein echter Krachmacher, also wenn die hochfährt, das ist wirklich definitiv zu hören und übertönt den Lüfter hinten vom Netzteil deutlich. Also das ist natürlich klar der Mechanik im Inneren geschuldet, die ja, wie man sieht, recht opulent, also recht ausladend ist. Gehen wir mal drumherum um das gute Stück. Also hier an der Seite gibt es dann auch nochmal einen Typenaufkleber und man sieht auch schon diese massiven Halterungen. Und ich würde sagen, so vom Gewicht, also so ein Kilochen bringt das mit Sicherheit so auf die Waage, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und hier auf der Rückseite dann die entsprechenden Anschlüsse. Also hier haben wir zwar einmal normal Molex, auch wieder dieser vierpolige Stromanschluss. Und dann haben wir aber hier zwei Datenkabel MFM, versorgt sich hier entsprechend mit zwei Datenkabeln. Was da jetzt für was zuständig ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wenn man mal so eingibt irgendwo bei Google MFM Controller, dann bekommt man dann auch jede Menge entsprechende Informationen dazu, auch wie das Ganze dann angeschlossen wird. Also natürlich braucht man dann auch hier einen speziellen Controller, der das Ganze dann bedienen kann. Ich bin mal sehr gespannt, also das werden wir vielleicht dann mal, wenn wir diesen PC mal durch haben, habe ich zwei solcher Festplatten auch noch da im MFM-Format und dann werde ich die auch mal ausprobieren. Ist mal die Gelegenheit zu gucken, funktionieren die noch oder habe ich da gegebenenfalls auch einfach nur Elektroschrott, beziehungsweise so optisch fürs Museum ist das ja trotzdem immer noch mal einen Blick wert. Die Speicherkapazität hätte ich fast vergessen. Das ist natürlich auch immer ganz, ganz wichtig, wie viel Speicher denn hier zur Verfügung steht. Könnt ja mal schätzen, auf was ihr da so kommt. Die neueren PCs, die werden ja alle in Gigabyte oder Terabyte mittlerweile ja gemessen, die größeren Festplatten. Aber natürlich, hier befinden wir uns noch im Megabyte-Bereich. Und ja, das sind 20 Megabyte, die diese Festplatte bietet. Das ist schon durchaus einiges, wenn man bedenkt, dass die Diskette so 360 Kilobyte, also so ungefähr drei Disketten, macht dann ein Megabyte. Also da konnte man schon so ein bisschen was installieren. Was man natürlich immer anmerken muss, dass Festplattenplatz damals wahnsinnig teuer gewesen ist. Also so 20 Megabyte, da hat man dann durchaus mal schon so 800 D-Mark bezahlt, nur für diese Festplatte. Und dass so ein IBM-kompatibler XT-PC, dass der überhaupt eine Festplatte an Bord hat, das ist nicht unbedingt so selbstverständlich häufig, oder manchmal waren die auch dann mit ein oder nur zwei Diskettenlaufwerken ausgestattet. Dann musste man dann seine Software komplett von der Diskette laden und das war, boah, das hat natürlich lange gedauert. Da musste man wirklich Geduld mitbringen. Kennt man ja dann noch auch aus Zeiten Commodore. Da war ja erst dann die Datasette, okay, das war ganz katastrophal, da hat ja ewig gedauert, bis die Daten dann eingeladen worden sind beim Commodore 64, die Floppy dann schon ein bisschen schneller, aber da muss man schon Geduld aufbringen, also so eine Festplatte ist da schon wirklich echt ein Segen gewesen, auch wenn das jetzt hier nicht das allerschnellste Modell ist, aber man musste sich das bei dem Preis natürlich überlegen, auch die Festplatten-Upgrades, also wenn man dann irgendwie jetzt so von 20 Megabyte dann auf 40 Megabyte, was ja, ja, so eine doppelte Festplatte heute jetzt oder eine Festplatte mit etwas mehr Platz ja in der heutigen Zeit nicht wirklich so viel kostet. Also da ist man ja mit 100 Euro kriegt man da, keine Ahnung, jetzt mittlerweile 4 Terabyte oder wie viel, also ausreichend zumindest von diesen magnetischen Festplatten, so nennt man ja diese alten mechanischen Festplatten vor der SSD-Zeit.
muss man schon wirklich richtig viel Geld hinlegen. Also wenn man dann ja statt 800 D-Mark dann schon 1500 D-Mark oder wie viel hinblättern muss für die doppelte Speicherkapazität, hat man sich dann doch wahrscheinlich ein bisschen mit einer kleineren Festplatte begnügt. Und das hat natürlich dann gerade so ausgereicht, um das Notwendigste zu installieren, was man dann so drauf hatte. Ne? So hat dann so ein Word 5.0, das hat dann auch schon mal irgendwie 3 Megabyte belegt. Die waren dann schon mal weg fürs Betriebssystem, ein bisschen was, und dann blieb dann nicht mehr allzu viel Platz übrig. Kleiner Perspektivenwechsel, ich würde euch aber ganz gern erst noch mal kurz den Schaden zeigen, den die Batterie hier unten verursacht hat. Mal gucken, ob ich das hier so einfangen kann mit dem Stativ. Also man sieht das da hier unten, dieser weiße Fleck. Und das ist da, wo die Batterie, Säure, Lauge oder was da auch immer ausläuft aus der Batterie, ihren Schaden verursacht hat. Die hängt jetzt hier direkt oben drüber. Aber das hat jetzt glücklicherweise, wie gesagt, keinen Schaden jetzt irgendwie auf der Platine oder auf den Platinen verursacht. Das ist natürlich jetzt eine glückliche Fügung, dass dem so ist. Sonst wäre natürlich die Funktionalität unter Umständen schon beeinträchtigt. Bei den Tonnenakkus, die dann so ab der 286er Ära dann direkt auf dem Mainboard drauf gelötet waren, kam es relativ häufig vor, dass dann der Tonnenakku ausgelaufen ist und meistens den nebenanliegenden Tastaturcontroller, der befand sich dann meistens in der Nähe, in Mitleidenschaft gezogen hat, und dann ließ sich dann so ohne weiteres eine Tastatur dann nicht mehr unbedingt betreiben. Jetzt zu der Platine selbst. Also wie man sieht, der Unterbau hier unten drunter, der ist relativ dünn gehalten. Also für ein Mainboard hier ist das jetzt sehr minimalistisch. Also da ist jetzt nicht wirklich nie so groß. Man kennt das ja so von den Mainboards der 286er Ära. Die sind dann schon relativ ausladend gewesen, obwohl da ja auch Controllerkarten dann noch extern mit Steckkarten dann bedient gewesen sind. Aber das ist hier wirklich eigentlich nicht viel mehr als jetzt eine Platine, die im Grunde nach ja die ganzen anderen Platinen dann entsprechend aufnimmt. Und wir fangen jetzt mal mit der eher uninteressantesten Karte, aber nicht unwichtigsten Karte an. Aber die hat jetzt so ein recht kompaktes Format. Die holen wir mal hier raus und da können wir auch die mit einer Schraube hier lösen und dann nach oben rausziehen, wenn man die richtige rausgeschraubt hat. Ja, das passiert immer wieder mal gerne. Das ist so dem Perspektivenwechsel geschuldet. Wenn man jetzt hier von der Seite guckt, dann würde man jetzt denken, dass diese Schraube diese Platine hier hält. Aber es ist natürlich nicht so. Das ist diese. Und die bekommen wir auch noch relativ einfach raus. Und das ist jetzt möglicherweise unsere Monochrom CGA Videoausgabe. Also wir haben hier so ein bisschen was drauf. Das könnte man natürlich mal ergoogeln. UM2301. Hier oben haben wir eine Nummer. Hier gibt es dann auch noch mal ein bisschen was hier drauf. Auf der Rückseite ja wenig aufschlussreich. Ist aber hier immerhin im Gegensatz zu dem Monitor. Man kann das hier auf der Rückseite sehen. Hier mit 8 Pins verlötet. Also irgendwie ist da auf 8 Pins ist da irgendwas drauf. Also könnte von daher eigentlich schon eine CGA-Grafikkarte sein. Also sind immerhin 8 der 9 Pole hier bedient oder Pins. Der Monitor hat ja, wie wir gesehen haben, ja, ich glaube 6 gehabt. Also war jetzt oder 5 deutlich weniger. Also unter Umständen könnte das hier eine CGA-Grafikkarte sein. Aber wenn jemand da Bescheid weiß, einfach ab in die Kommentare. Da sind ja hier auch einige Cracks dabei, die sich ja auch von morgens bis abends nur damit beschäftigen. Wahrscheinlich müsste man mal hier den Aufkleber lösen, dann könnte man vielleicht mal ein bisschen mehr erkennen. Vielleicht mache ich das mal, dann würde man vielleicht eventuell Aufschluss auf den Namen oder auf das Modell dieser Karte hier bekommen. Ja, jetzt wird spannend oder spannender zumindest. Also das ist jetzt hier mal, man sieht da schon volle Länge. Ziemlich krass. Also ich glaube, so lange Karten oder Steckkarten haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das hat man eigentlich ja schon so lange nicht mehr gesehen in der Form. Und deswegen haben die ja auch so hier nochmal eine Fixierung bzw. so einen Schlitten, wo die eingeschoben werden auf beiden Seiten, damit die sich nicht irgendwie ja da verkanten oder aufgrund der Größe dann irgendwie an dem Slot zerren. Wobei das, wie gesagt, das ist alles ziemlich stabil, muss man echt sagen. Auch diese Stahlkonstruktion,
Also schon heftig. Und wenn man überlegt, wie kurz jetzt dieser Anschluss hier ist, ne? Also das sind jetzt hier die Slots, hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. Das sind diese 8-Bit-ISA-Slots. Jetzt gibt es ja hier daneben, ja, die sehen aus wie die 16-Bit-Slots, aber nichtsdestotrotz sind sie jetzt nicht kompatibel. Also ich habe das jetzt mit mehreren, also zumindest was jetzt die VGA-Grafikkarten betrifft, ich habe das jetzt mit mehreren VGA 16-Bit-Grafikkarten ausprobiert. Davon habe ich ja ein paar auch jetzt hier zu Hause, habe es mal getestet und also da war keine Bildausgabe an einem VGA-Monitor zu bekommen. Kann natürlich jetzt vielleicht auch daran sein, dass man unter Umständen noch hätte irgendwas jumpern müssen, um da diese ja, Ressourcen irgendwie zuzuweisen. Könnte natürlich auch sein, kann aber auch einfach sein, dass es daran liegt, weil eigentlich diese Architektur grundsätzlich nach außen hin kein 16-Bit unterstützt. Und also das scheint mir auch irgendwie logisch zu sein, warum sollten denn dann sonst diese ISA-Grafikkarten 8-Bit VGA, warum sollten die dann auch so teuer oder so begehrt bei eBay sein? Weil sie natürlich halt für diese wenigen PCs, die jetzt hier noch im Einsatz sind, geeignet sind, wie keine andere Grafikkarte oder Videokarte. Dementsprechend vermute ich mal, dass ich da richtig liege. Aber auch da bitte natürlich gerne in die Kommentare, wenn euch da andere Kenntnisse vorliegen. So, jetzt muss ich den hier mal, das hier mal abstecken, sonst also entweder da abstecken oder, ja, genau. Am Mainboard abstecken. Oh, da sind noch mehrere. Mal gucken, aber kriegen wir so raus. So, das ist jetzt hier mal das gute Stück. Ja, was haben wir denn hier eigentlich? Also ich würde mal ganz stark tippen, dass es sich jetzt um... Tippen, sehr gut. Aha, tippen hier oben. Da steht es natürlich drauf, es ist CPU-Board, also will ich es gar nicht so spannend machen. Also hier befindet sich im Grunde nach der Prozessor drauf. Was so, würde ich mal behaupten, so dem klassischen Mainboard entsprechen würde, was normalerweise ja immer so unten drin liegt. Dementsprechend ist das natürlich jetzt so, diese Steckkarte, die beinhaltet dann die CPU, den Speicher. Man sieht hier drüben auch sogar, da ist der PC-Beeper, also wir haben ja auch den PC-Speaker an Bord oder in dem PC verbaut, ist auf dem Board hier drauf. Ne? Also diese Karte beinhaltet das, was man normalerweise auf so einem 286er Mainboard wahrscheinlich vorfinden würde. Unten eben entsprechend auf dem Mainboard und das Ganze dann hier auf der entsprechenden Karte. So, jetzt stecke ich das auch nochmal ab, weil das ist nämlich dann hier für vorne eigentlich, denke ich, dachte ich, die Anzeige, aber war wohl nicht so. Jetzt natürlich auch hier nochmal richtig rum. Also von daher könnten wir hier mit dem Reset-Schalter, wenn wir ausprobieren, könnten wir schon richtig liegen. Wo jetzt der Prozessor selber sitzt, das ist eine gute Frage. Vielleicht unter Umständen hier, weil da steht was drauf von Intel. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen gut sehen. Das ist für mich jetzt auch hier über die Kamera hinweg zu gucken immer ein bisschen schwierig. Also Intel 83 könnte möglicherweise, also ich tippe mal, dass das vielleicht die CPU sein könnte. Ja, hier in dem Bereich vermute ich mal hier so die Speicherbausteine. 640 Kilobyte haben wir hier an Bord. Hier oben noch entsprechende DIP-Schalter. Das ist nochmal so ganz interessant. Das sind die Vorläufer von diesen sogenannten Jumpers, wo man dann ja so Verbindungen oder so Steckbrücken miteinander verbinden konnte, also so Überbrückungen vornehmen. Man kennt das jetzt beispielsweise bei modernen Rechnern, gibt es noch diese Jumper für den BIOS-Reset, wenn man da irgendwie mal mit den Speichertimings zu sehr übertrieben hat und der PC nicht mehr hochbootet, dann kann man mit so einem Jumper dann eine Überbrückung vornehmen und das BIOS dann quasi resetten, also auf Werkszustand zurück. Setzen. Und diese DIP-Schalter, das ist so ein Vorläufer, ganz klassisch. Also man sieht, man hat da schon einige Kombinationen. Das sind dann hier so 5 Einstellungen. Ne? Da kann man dann schon durchaus das ein oder andere einstellen. Es läuft jetzt so out of the box und ohne Anleitung würde ich da, glaube ich, auch nicht irgendwie was rumswitchen. Das muss man wahrscheinlich dann tun, wenn man hier irgendwie was anderes drauf hat. Vielleicht eine andere CPU oder irgendwas in dieser Form. Also das jetzt hier mal CPU-Board-Revision L. Das nächste wäre dann hier vermute ich mal die Controllerkarte oder zumindest ja eine Controllerkarte. Ups, weil wir ja hier, ja, man sieht das schon, zwei unterschiedliche Versorgungen haben. Wir haben ja hier drüben einmal das graue Kabel, das ist ja hier für unser Diskettenlaufwerk.
Und das führt jetzt hier zu dieser Controller-Karte. Da vermute ich mal, dass da auch die seriellen Ports noch mit drauf sind. So, gucken, das können wir ruhig mal abziehen hier. Das Flachbandkabel. Müssen wir nur gucken, dass wir es wieder richtig rum raufstecken, weil da gibt es jetzt keine Nasen oder irgendwas in der Form, was ja dann später ein bisschen einfacher ist. Aber da steht auch schon MF, FD, also Floppy Disk und MF, ja, Controller. Es sind hier so viele Bausteine hier drauf, könnten auch unter Umständen hier die Speicherbausteine sich befinden. Ja, manchmal kann man hier so ein bisschen an der Bezeichnung BK0123, also das könnten natürlich die Speicherbänke auch eher sein. Und hier wahrscheinlich der Controller-Chip. Also ist nicht ganz clear, zumindest für mich, wo sich jetzt die Speicherbausteine befinden. Aber so von der Menge her würde ich fast sagen, dass sie hier drauf sind. Und die sind sogar auch gesockelt, ist natürlich ganz schön. Wenn da mal was defekt sein sollte, könnte man austauschen. Die erste Reihe ist gelötet, die Bank 0. Und ja, ab der Bank 1, 2 und 3 sind die gesteckt, könnte man also dann auch austauschen. Im Fall der Fälle vielleicht auch aufrüsten. Und auch hier haben wir wieder so ja, ein bisschen was hier mit Dip-Schalter, ne, wo wir dann wieder Einstellungen vornehmen können. Aber man sieht da mal, was für eine brachiale Länge. Ne, also so mal 30 cm out of the box voll mit Leiterbahnen und ja, IC ist alles voll mit Bausteinen. Sehr interessant. Ja, immer wieder mal bekannte Marken. Ne? Hier ist mal wieder was von NEC drauf. Ne? Aber auch die Speicherbausteine. Gut, mal wahrscheinlich irgendwo koreanische Firmen werden wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr kennen oder beziehungsweise wird es vielleicht auch gar nicht mehr geben in der Form. Und dann haben wir wieder so ein kleineres Exemplar und das ist hier schon, muss man sagen, relativ geschickt aufgebaut, weil hier würde jetzt auch gar keine lange Platine mehr hinpassen. Also derjenige, der den PC zusammengeschraubt hat, ich weiß nicht, wie modular das damals gewesen ist, wie viele Varianten oder Varianz es da jetzt gegeben hat an Bauteilen, aber der hat jetzt hier diese MFM-Karte hier vorne hingesetzt, hätte man wahrscheinlich auch woanders hinsetzen können, aber ja, durch die Kabel ist man sowieso auch ein bisschen begrenzt. Und das wäre jetzt mal hier der MFM-Controller. Auch, naja, gut, die Kabel sind lang genug, der jetzt eben für die Versorgung dieser Festplatte zuständig ist. Da sind auch wieder jede Menge Chips drauf. Aber ich denke mal, da sollten wir es dabei belassen. Und dass wir hier mal einen Blick drauf werfen, müssen wir jetzt nicht ergründen, was da was jetzt genau ist. Hier oben steht nochmal die Bezeichnung mit der Revision und hier sind eben diese beiden Datenkabel, die ja ein bisschen kleiner sind als bei den herkömmlichen Festplatten, jeweils in der Summe vielleicht genauso. Vielleicht hat man das dann auch irgendwie dann bei IDE einfach fusioniert, dass man diese Datenleitungen, die jetzt hier separiert sind, dass die jetzt dann irgendwie zusammengelegt worden sind, weil man jetzt hier so, ja, die Adern mal hier zusammen und diese Adern zusammen, dann kommt man wahrscheinlich so auf diese, ja, 40, die man wahrscheinlich beim IDE-Kabel in ähnlicher Form hat, aber da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt zu wenig mit der Entwicklung aus, um das jetzt hundertprozentig sagen zu können. Das ist jetzt eher eine Einschätzung meinerseits. Und dann haben wir hier, wie gesagt, die Platine hier unten sehr einfach gehalten. Hier unten gibt es dann lediglich den Anschluss für die Tastatur. Das ist dann die Stromversorgung. Das ist ja noch AT, also nicht ATX, mit P8, P9 mit diesen Anschlüssen. Also wenn euch das Netzteil hier mal kaputt geht, also kann man schon sich behelfen. Gibt ja dann auch Adapter, wo man dann von ATX auf AT auch gehen kann. Aber das muss natürlich dann auch alles ein bisschen wieder vom Format passen. Ja, das würde wahrscheinlich da ein bisschen so in der Luft hängen, weil man sieht, das geht ja hier bis unten hin und die klassischen Netzteile, die sind ja dann, ja, würde ich mal sagen, so ein Drittel kürzer. Muss man natürlich dann auch gucken, ob das mit den Befestigungsschrauben dann hinten passt. Und ja, dann braucht man natürlich auch wieder Adapter für die Molex. Also muss man mal gucken, wenn da wirklich das kaputt gehen sollte. Und ist natürlich dann auch unschön wegen des Schalters, weil der ist natürlich dann auch nicht mehr originär. Da hat man ja dann in der Regel bei den anderen AT-Netzteilen so eine Strippe dran, wo dann eben der Taster vorne ist. Und jetzt können wir auch nochmal einen Blick hier auf die Originalfestplatte erhaschen. Aber die hatte ich euch ja jetzt recht ausführlich schon gezeigt anhand des zweiten Modells, was ich hier habe. Was ich jetzt glücklicherweise mal ausprobieren kann, finde ich sehr, sehr schön, dass da jetzt mal die Möglichkeit besteht. Aber erstmal wollen wir uns natürlich dann diesen PC mal im Detail anschauen. Ich hoffe, ich habe jetzt so nichts vergessen, euch jetzt hier erstmal so vom Inneren zu zeigen. Haben wir, glaube ich, alles gesehen und dann baue ich jetzt mal alles zurück, natürlich ohne euch. Und ja, dann würde ich mal sagen, Premiere, dann wird das gute Gerät mal eingeschaltet. Dann
Schalten wir jetzt mal alles ein. Also ich mache jetzt erstmal den Monitor an, der hier schon mal so eine wunderschöne grüne LED hat. Da gibt es jetzt gar nicht so dieses klassische Pling, so für diese Magnetisierung. Also wie gesagt, wir haben hier auch nur einen Kathodenstrahl. Ist von der Technik her relativ einfach, weil er ist ja, wie gesagt, monochrom. Der klassische Farbmonitor hat ja dann drei Kathodenstrahle. Aber jetzt machen wir erstmal den PC hier an. Und ich würde sagen, es ist doch mal ein schöner, ordentlicher Sound von einer Festplatte, die hochfährt, die was zu tun hat. Und hier haben wir dann schon gleich mal das BIOS, Trigem BIOS Version 1.9. Weiß nicht, ob das irgendwas mit Trident zu tun hat. Das Laufwerk hier leuchtet ganz kurz auf. Wir sehen hier MS-DOS Version 3.2.1. Dann gibt es hier noch ein Multigraph Treiber von 1986, den hat er hier noch kurz eben geladen, ist in der AutoExec-BAT, glaube ich, so entsprechend hinterlegt. Und dann gibt es hier, wir haben wahrscheinlich die Einstellung von System, Datum und Uhrzeit, was wir aber ja dann, oder was jetzt eben auch nicht gespeichert ist, weil wie gesagt, die BIOS-Batterie, die ist leer. Selbst wenn man da jetzt was einstellen würde, würde er sich das jetzt nicht behalten. Und ja, wir sehen die Betriebs-LEDs, die leuchten hier vorne jetzt leider nicht. Also man kann jetzt hier nicht sehen, ob der PC an ist. Also wohl kann man das hören und man sieht es ja auch auf dem Monitor. Aber da war ich jetzt erstmal skeptisch, weil ich hatte ihn ja, als ich ihn von Matthias bekommen hat, schon einfach mal ja nach dem Saubermachen angemacht, weil ich mal wissen wollte, ob er überhaupt dann auch geht, ob es sich klassisch anhört, so wie es sich eben auch angehört hat. Und da war ich eigentlich schon recht optimistisch. Und der Festplatte habe ich nicht so vertraut, weil das ist meistens dann auch das Erste, was sich dann ja verabschiedet. Wenn der PC jetzt irgendwie geworfen wird, dann geht die Mechanik da im Inneren kaputt. Da gab es ja damals auch noch so einen Parkbefehl, dass man dann die Festplattenleseköpfe oder Schreibköpfe dann parken konnte, damit die beim Transport nicht beschädigt sind. Aber Gott sei Dank ist da alles jetzt unbeschadet soweit hier angekommen. Und jetzt ändere ich noch mal kurz die Perspektive, dass es auf dem Monitor ein bisschen besser für euch ist. Und dann schauen wir mal, was da auf dem PC drauf ist oder auch vielleicht nicht drauf ist. Ich denke mal, so müsste die Perspektive für euch ganz gut sein. So kann ich noch ein bisschen was sehen zwecks der Bedienung und ihr könnt es dann nachverfolgen. Ja, was machen wir jetzt mal als Erstes? Jetzt überprüfen wir mal die Kapazität von der Festplatte. Da kennt man ja so einige DOS-Befehle noch. Da gibt es ja diesen Befehl Check Disk, der sich ja wegen der 8-Zeichen-Begrenzung immer unter MS-DOS mit CHK-DSK abkürzt. Und dann bekommen wir mal so eine erste Information mit den vorhandenen, was hier drauf ist. Und das ist ein schöner Klang. Also, ich hoffe, ihr könnt es wahrnehmen, dass der Lüfter das jetzt hier im hinteren Teil nicht übertönt. Also der liest hier richtig süß das Ganze ein. Also es ist echt wirklich, man kann da wirklich sich, wenn man die Augen schließt, da bildlich noch die Mechanik vorstellen, wie dieser Lesekopf da oder dieser Leseschreibkopf auf der Festplatte da hin und her wandert, um die Daten dann entsprechend zusammenzusuchen. Und ja, wir sehen hier 21 Megabyte sind das, also 21, naja gut, ihr könnt euch das selbst, was es in Byte ist, ne? 1024 Byte sind 1 Kilobyte und 1024 Kilobyte dann 1 Megabyte, könnt ihr euch dann selber umrechnen, wollen ja hier keine Mathematik machen, was auch mal interessant ist, hier unten ist der gesamtverfügbare Speicher, ihr habt das am Anfang schon gesehen, der hat jetzt hochgezählt bis 640 Kilobyte und das gibt dann hier 653.312 Byte, also multipliziert mit mal 1024. Deswegen haben wir da immer so ein bisschen eine Abweichung und davon sind dann 590 frei. Und das ist auch das, was ja immer so einem damals ein bisschen von der Herausforderung gestellt hat. Gewisse Programme oder auch insbesondere Spiele, die benötigten immer einen Mindestspeicher, einen Hauptspeicher. Und hier bei diesem PC haben wir jetzt noch nicht mal die Möglichkeit, wie jetzt beispielsweise bei meinem 286er, den ich euch gezeigt hatte, da, der hatte ja dann, glaube ich, aufgerüstet irgendwie. Also zumindest hat er erst 1 Megabyte gehabt und dann hatte ich ihn ja aufgerüstet auf 4.
Megabyte und dann konnte man ja Programme dann hochladen, also auslagern, dann in den im höheren Speicher. Da gab es ja dann Befehle mit EMM 386 und dem HiMEM. Dann hat man nochmal eine zusätzliche Speicher oder einen zusätzlichen Speicherbereich geschaffen, wo man dann die ganzen Programme hochladen konnte. Was heißt Programme? Das sind im Grunde nach die Treiber. Also das, was jetzt hier von den 650 Byte oder beziehungsweise 653.000 Byte abgegangen ist zu den 590.000. Und das ist dann alles das, was jetzt erstmal für das Betriebssystem natürlich bereitgestellt wird. Also hier für die Command-Com, die dann überhaupt erstmal das C-Prompt hier zur Verfügung stellt, aber auch natürlich eventuell schon Treiber, der Multigraph-Treiber, die hier zur Verfügung gestellt hat. Der deutsche Tastaturtreiber natürlich auch nicht zu vergessen. Ne? Wir können hier auf Y drücken und haben hier Y und auf Z und dann haben wir Z. Ne? Also da erkennt man ja recht schnell, wenn man dann jetzt eben den Tastaturtreiber nicht geladen hat, ne? Dann sind ja Y und Z vertauscht beispielsweise und das benötigt natürlich dann auch alles Platz von diesem Speicher und deswegen reduziert sich das hier natürlich nach unten. Da war dann auch noch ein Printertreiber, also für den Drucker noch installiert, den habe ich mittlerweile dann schon rausgeworfen, um jetzt noch ein bisschen mehr von diesem wertvollen Speicher zur Verfügung zu stellen. Wir können ja jetzt mal den bekannten Befehl, ich glaube, das ist so ziemlich der bekannteste DIR für Directory, also hier haben wir ja dann die Möglichkeit mal einzusehen, was wir hier drauf installiert haben, so auf einen guten Blick. Und ja, so sieht das dann aus. Also das präsentiert jetzt hier im Übrigen auch nochmal sehr schön dieses Bernstein, auf das bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen. Also wir haben hier dieses Gelb, das kommt auf der Kamera ein bisschen mehr gelb. In Wirklichkeit ist es ein bisschen orange mehr. Das liegt jetzt einfach so, wie das, ich weiß nicht, wenn ich da jetzt nochmal so ein bisschen hier drauf halte. Wenn ich jetzt mehr das Schwarz hier fokussiere, dann wird es vielleicht so ein bisschen mehr oranger. Das ist eigentlich so mehr das Original. Aber was haben wir jetzt gesehen hier bei diesem DIR-Befehl? Also das ist hier alles drauf wie Kraut und Rüben. Also wirklich alles total durcheinander. Also das hat man so ziemlich fast alles auf das Hauptverzeichnis C draufgeworfen und installiert. Also von Unterverzeichnissen oder Verzeichnissen hat man damals noch nicht so viel gehalten. Das war auch zu Anfang erstmal noch nicht ganz so wichtig, weil man ja eigentlich gar nicht so viele Daten installieren konnte. Also da waren dann zwei, drei Programme drauf und da war dann so eine Verzeichnisstruktur oder so eine Ordnung im Sinne von irgendwelchen Ordnern dann noch nicht so erforderlich. Aber das ist natürlich hier schon ein bisschen, also ein bisschen schon sehr krass. Also man sieht da auch alle Dateiformate. Also das kann man hier jetzt schon sehen, zum Beispiel die Textdateien. Das sind dann irgendwelche angelegten Texte, wie der Name schon sagt, diese TXT wahrscheinlich aus dem Word heraus, irgendwelche Lebensläufe, Bewerbungen von Anno Tobak. Ich glaube 1988 habe ich da irgendwas gesehen. Also so aus der Zeit ist damit gearbeitet. Rufen wir natürlich jetzt aus Datenschutzgründen jetzt die Inhalte nicht auf. Das ist klar, ist ja von, wie gesagt, einem guten Arbeitskollegen, da schauen wir jetzt nicht mal rein, aber nur, dass man einfach mal so sieht, was man da so hat. Und man hat auch mit diesem DIR-Befehl zum Glück auch noch eine Möglichkeit, andere Kürzel hier mitzugeben. Also es gibt zum Beispiel hier dieses DIR-P, das ist die Abkürzung für Page. Und dann kann man hier auch noch ein bisschen mehr mal so in Ruhe gucken, weil sonst kann man das ja gar nicht nachverfolgen. Aber auch so ein ganz gutes Indiz ist so ein bisschen die Geschwindigkeit. Also man merkt hier so vom Scrolling her, und das ist natürlich jetzt bei weitem nicht so performant, wie man das jetzt von einem 486er oder selbst jetzt 286er, also da ist schon deutlich behäbiger, also vom Scrolling, aber man kann dann hier ja schon, wie gesagt, mal ein bisschen genauer gucken, was hat man hier so für Daten drauf. Ne? Manchmal ist irgendwas hier EGA, da ist dann irgendwas hier zur der Ausgabe der Grafik oder des Videos MCGA. Ne? Das ist ja auch so ein Modus, der sich hier auf die Grafik bezieht. Hier dann irgendwas von IBM, ne? CSD, wahrscheinlich irgendeine Datenbankgeschichte, möglicherweise irgendwelche Dateien für Datenbankverwaltungen. Das sind dann oftmals programmspezifische INI, das sind ja meistens so immer so Initiale oder beziehungsweise so Customizing-Dateien, will ich sie mal nennen, wo dann irgendwelche Informationen drin gespeichert werden.
kennt man ja so bekannte Winini zum Beispiel, ne, die dann beispielsweise dann die Information zum Hochladen der individuellen Benutzereinstellungen unter Windows beinhaltet. Dann hier die wichtigen Dateien AutoExecBat und Configsys. Das sind diese beiden Dateien, die dann die Treiber am Anfang gleich mit hochladen, wenn man den PC lädt. Hier ist dann irgendwas zur Maus installiert, Maustreiber unter Umständen. Ne? Also zumindest hier MauSys müsste man dann auch über die Configsys entsprechend dann einbinden. Nur hinten an dem seriellen Anschluss dann angeschlossen, könnte man mit Glück das Ganze dann auch noch zum Laufen bekommen, dass man eine Maus zur Verfügung hätte. Wobei, ja, mit der Maus, ja, ist schon auch gearbeitet worden, aber hier war man dann auch echt vielmals mit der Tastatur unterwegs, hat mit der Maus noch gar nicht so viel gemacht. Also die Programme sind dann auch für eine reine Tastaturbelegung oftmals auch tatsächlich ausgelegt. Gucken wir mal durch, aber die Scrolling-Geschwindigkeit, die ist schon faszinierend, also sensationell. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr hier so lange bis zum Ende dabei geblieben seid. Lasst mir ein Like für mein Video da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht schon getan habt. Und aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall auch noch meine Playlist. Dort findet ihr jede Menge weitere Videos zu Retro-PCs, Homecomputern und Konsolen der 70er, 80er und 90er Jahre. Zum Beispiel zu Konsolen von Sega, Atari und Nintendo, aber auch zu etwas ausgefalleneren Modellen wie das Philips CD-i oder den 3DO von Trip Hawkins. Natürlich findet ihr auch Videos zu Homecomputern wie dem Amiga 500 oder 600 oder das Amiga CD32. Natürlich auch jede Menge zu Retro-PCs, Pentium der ersten, zweiten und dritten Generation sowie 486er Modelle und natürlich auch Events wie beispielsweise Games kommen, Flohmarktbesuche oder ein Besuch im Arcade-Museum. Ich bin sicher, da sind jede Menge interessante Videos für euch dabei.